Zunächst wird das geschrotete Malz mit eigenem Brunnenwasser zur Maische vermischt. Die Stärke des Malzkorns wird unter Einhaltung von verschiedenen Rasten und Temperaturstufen zu vergärbarem Zucker abgebaut. Durch das Abläutern, das heißt Trennen von Feststoffen und Flüssigkeit, gewinnt man die Würze. Dieser wird der Hopfen zugegeben. Nach der Entfernung des Heißtrubs im Whirlpool und der Eindampfung im Schonkocher wird die Würze abgekühlt. Hier werden alle untergärigen Biere traditionell kalt vergoren. Bei der Gärung setzt die Bierhefe den vorhandenen Zucker der Bierwürze in Alkohol und Kohlensäure um und setzt sich nach der Gärung am Bottichboden ab. Weißbier wird im offenen Bottich obergärig vergoren. Die spezielle Hefe verleiht dem Bier seinen typischen Geschmack und steigt nach der Gärung an die Oberfläche. Unsere Biere reifen in Edelstahltanks bei 0 Grad. Je nach Biertyp beträgt die Lagerzeit zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Vollautomatische Reinigung, elektronische Inspektion auf Restverschmutzungen, Befüllung, Verschließen und Etikettieren der Flaschen. Die 30 und 50 Liter Kegs werden vollautomatisch gereinigt und befüllt. Die leeren Bierkästen werden vollautomatisch von der Palette auf das Transportband gesetzt und umgekehrt die vollen wieder auf die Palette gestapelt. So wird aus Wasser, Malz und Hopfen das gute Dinkelsbühler Haufbier.